Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sitze gerade in einem BMW M2 E87 Facelift Modell mit dem N55 B30 Motor, 370 PS. Das ganze Ding wurde mir einmal zur Verfügung gestellt zum Fahren von M2 Luis. Checkt einmal bitte sein Instagram aus und lasst mal ein bisschen Liebe dafür da, dass er das Vertrauen hat, mich alleine hier mit seinem Hobel rumheizen zu lassen. Also, ich werde ein bisschen über das Auto erzählen, meine Eindrücke mit euch teilen und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Extrem viel über das Auto zu erzählen. Also einmal natürlich über die Looks, wie sieht das Ganze aus, wie ist der Sound. Natürlich, wie fährt sich das Ganze? Macht Sinn, 240i zu kaufen oder doch lieber ein M2 für ein paar Mark mehr? Wo sind die Unterschiede da drin? Weil den 240i bin ich auch schon mal gefahren und. Und ganz ehrlich, das sind so viele Themen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen kann, denn jedes wäre eigentlich ein eigenes Video wert. Deswegen weiß ich nicht, ich beschränke mich einfach mal auf meine Eindrücke jetzt und wenn euch das Ganze interessiert, dass ich da vielleicht mehr darüber erzähle, dann einfach von mir aus meiner Bude, aber dann lasse ich euch mal wissen, was meine Eindrücke so waren und ja, dass ich die mal gegenüberstelle. Wenn euch das interessiert, dann bitte kommentieren und liken und abonniert dann meinen Kanal. Ansonsten meine Eindrücke mal vom aktuellen Fahren jetzt. Aber ich zeige euch nochmal kurz ein Foto von dem Auto, blende ich euch wenigstens mal ein. Was ist in meinen Augen eigentlich das Wichtigste, wenn ich an dieses Fahrzeug denke und euch da was drüber erzählen will? Das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist einfach der wunderbare Unterschied zwischen Komfort und auf die Fresse. Also der Spagat ist richtig gut. Er kann das komfortable Cruisen, abgesehen wenn man ein bisschen sagt, ah, ist ein bisschen härter, weil es ein M ist und sowas, ist das einfach ein gigantisch geiler Spagat. Also das Auto fährt sich im Komfortmodus, es ist leise, das Gaspedal ist weich, die Lenkung ist ein bisschen weicher, die Soundkulisse ist ruhiger, der Gangwechsel, die Gasannahme, es ist alles sehr, sehr, sehr entspannt. Und man kann sich wirklich hier reinsetzen, von hier nach München fahren, du kommst da an und denkst, ja, eigentlich alles gut. Das ist echt ein geiler Spagat im Vergleich zu Sport Plus, DTC komplett aus, ihr hört ja schon, Soundkulisse, ist ein bisschen lauter hier im Auto, jetzt trete ich mal rein. Und wie er die Gänge wechselt, wie er den Sound aufbaut, wie er ein bisschen das Gliden zulässt, also wenn die Reifen nicht ganz warm sind und so, ist das einfach, das ballert richtig, das ist schon sehr, sehr emotional, das Auto, wenn man den Knopf Sport Plus drückt oder irgendwas anderes drückt. Also das ist schon, oh, kurz Sensor auf. Das ist schon richtig geil gemacht. Das ist ein sehr, sehr genialer Spagat, den dieses Auto hinkriegt. Denn wenn man in diesen Modus fährt, alles aus, Sport Plus an und dann, ja, da hat man schon ein bisschen Schiss, wenn man nicht gelernt ist. Da ist jetzt die Polizei. Ah. Da hat man natürlich ein bisschen Respekt vor dem Auto. Und natürlich, wenn man im Komfortmodus reintritt, geht das Ding auch voran. Das ist keine Frage. Aber einfach der Spagat zwischen Lenkung und, sag ich mal, komfortables, leises Fahren und harten Schaltvorgängen mit richtig Bums drin. Es ist ein fantastischer Spagat, den das Auto hin kann. Also, wer richtig pieken will, muss auf jeden Fall in Sport Plus unterwegs sein oder DTC komplett aushaben, weil das ist dann das MDM. Und die Soundkulisse, die das Auto serienmäßig mit sich bringt mit der Abgasanlage, ist auch geil. Natürlich wird hier im Innenraum ein bisschen Sound reingefaked, dass es einfach ein bisschen attraktiver im Innenraum ist. Aber davon abgesehen, man kriegt genug mit. Wenn ich vom Gas gehe, ich hoffe, ihr hört das, da brabbelt und knistert auch hier die ganze Zeit leise vor sich hin. Also der Sound ist dauerhaft präsent
Fenster auf hat. Und das hört ihr das. Ja, noch bist du noch. Also die Soundkulisse ist echt nice. Also das haben die gut gemacht, das macht Spaß. Also ihr seht, die Soundkulisse ist da und sie ist dauerhaft angenehm präsent, aber sie ist nie zu laut, dass es nervt. Und jetzt habe ich hier nochmal ein kleines Stück Landstraße. Ich tritt mal jetzt im Komfort rein. Es ist leiser, aber Leistung ist da. Guck. Der Gangwechsel ist dann ein bisschen sanfter. Und der knüppelt den nicht so rein, wenn ich das jetzt nochmal mache mit Sport Plus. Mache ich auch nochmal für euch. Und ich lasse mal hier ein bisschen so meine Nackenmuskulatur ein bisschen locker für euch, damit ihr mal guckt, was hier eigentlich passiert, wenn er so einen Gang reinballert. Pass mal auf. Also das ist schon richtig heftig, wie er hier den Gang reinzimmert. Und da geht auch wirklich ein Schlag durchs ganze Auto und ist halt schon sportlich. Also quietschen auch die Reifen ein bisschen, wenn man dann die Gänge wechselt, und er hängt gut am Gas. Und wenn man auf der Landstraße unterwegs ist, so ein Ding muss unfassbar viel Spaß auf der Nordschleife machen. Weil er einfach nochmal ganz anders die Leistung aufbaut als jetzt meine. Also ne, es ist ein reiner Sauger mit 260 PS, manchmal so grob. Und das sind einfach nochmal gut 110 PS mehr in dem Hobel hier. Und natürlich auch sehr geiles Fahrwerk. Also das Fahrwerk, was BMW auf die Beine stellt und wie sich das Ganze fährt, ist echt mega nice gemacht. Eine Sache ein bisschen negativ mit dem Fahrwerk, was mir auffällt, ist, um die Ruhelage von dem Lenkung. Also die Lenkung in der Ruhelage, was sag ich, so einen halben Zentimeter, da geht nicht viel. Also irgendwie, ich hoffe, ihr seht meinen Finger hier in dem Video und jetzt lenke ich mal. Und eigentlich in dem Bereich von links nach rechts, ich fahre geradeaus, also da passiert in der Lenkung eigentlich nichts. Da ist meiner, wenn ich lenke, ist da direkter. Also wenn ich jetzt schon ein bisschen Lenkwinkel haben will, jetzt passiert so ein bisschen was. Und so ist halt eine richtige Kurve dann schon, aber dann kommt er auch richtig geil um die Ecke. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen so rumeier, ist mir recht schnell aufgefallen, dass um diese Mittellage so ein bisschen, kann halt so machen und da passiert nichts. Finde ich persönlich ein bisschen zu schwammig. Ich denke, das liegt an der Aktivlenkung, das merkt man ganz doll. Es ist an der Aktivlenkung, wie schnell man einlenkt. Also wenn ich den gleichen Lenkbefehl mit mehr Schwung direkt mache, also wenn ich nicht so lenke, sondern ich will schnell abbiegen, dann macht das Auto mit dem gleichen Lenkwinkel einfach doch eine größere Bewegung einfach als ohne diesen schnellen Modus. Also das ist auch wieder so diese Aktivlenkung, die ist ein bisschen moderner geworden, anscheinend so dadurch ein bisschen entspannter. Bei meinem ist sie auch mit Aktivlenkung, ist das ein bisschen spitzer um die Mittellage herum, finde ich eigentlich ganz angenehm. Aber wenn das Ding lenkt, dann lenkt das auch. Und das Kurvenverhalten und wie das Auto balanciert ist, ist echt geil. Also ich bin hier auf der Landstraße ein bisschen gefahren. Vorhin natürlich alles regelkonform. Und ich habe das Auto von M2 Lewis auch nicht so hart gequält. Also von daher ist alles gut. Aber ein Gefühl dafür zu bekommen. Auto liegt extrem gut auf der Straße und lässt sich geil bewegen. Also man merkt, dass es ein wesentlich kompakteres Auto ist als mein Dreier. Und natürlich mit dem Bums auf der Hinterachse und mit dem Newtonmeter auf der Hinterachse macht das auch echt Spaß, sagen wir, den ein bisschen um die Kurven zu scheuchen, weil auch mal das Auto noch ein bisschen anders abgestimmt ist und die Spur auch noch mal wesentlich breiter ist als bei meinem. Also bei mir müsste ich mal ein bisschen Sturz machen und sowas, dass da vorne nicht so über die Vorderachse schiebt. Das macht der hier besser. Also natürlich ist auch ein M, da geht ja auch ordentlich Kohle in die Entwicklung von den Fahrwerken. Und jetzt mache ich nochmal einen kleinen Ausschub im Vergleich zum M240i. Ein M240i leistungsmäßig sind echt heftig. Guck mal links, da fährt gerade ein McLaren lang. Leistungsmäßig streuen die auch echt gut nach oben. Und der M2 und der 240i liegen eigentlich sehr nah beieinander von der leistungsmäßigen Sache. Ich finde aber den hier giftiger im Antritt als den 240i. Den ich gefahren bin, den fand ich da wesentlich zäher, muss ich sagen. Woran das liegt, weiß ich nicht. Vielleicht war da noch nicht freigeblasen oder sowas. Vielleicht auch schon, glaube ich, ein paar Kilometer auf der Uhr hatte. Aber
das ist mir so ein bisschen, hier ist die Lenkung, jetzt fahre ich eine kleine Kurve und irgendwie lenke ich, passiert nichts, oder lenke ich ein Stück zu viel. Also irgendwie fahre ich die Kurve dann in Zacken und nicht in einem Rutsch, weil ich treffe den Punkt nicht so einfach, den ich jetzt gerne in dieser leichten, langgezogenen Kurve gefahren wäre. Das ist so ein bisschen, was ich zu der Lenkung zu sagen hatte. Das war gerade eben nochmal präsent. Zurück zum 240i. Also, wichtig ist natürlich hier Fahrwerkskomponenten. Da habe ich gerade drüber geredet. Fahrwerkskomponenten von dem Ding sind einfach richtig. Ist halt ein M. Breite Spur, besser entwickeltes Fahrwerk. Und da kann der 240i einfach nicht mithalten. Also in der Querdynamik, wenn du halt kurvenlicher Räuber bist, ist der M2 einfach besser als der 240i. Der 240i mit adaptivem Fahrwerk und so, schickes Auto, keine Frage, aber das macht der M2 einfach besser. Das Auto unterscheidet sich natürlich auch. Der M2 hat Fahrwerkskomponenten, die sind aus Aluminium gefertigt und natürlich auch anders von der Geometrie her als jetzt der 240i. Damit ist der M2 übrigens auch 5 Kilo leichter unterwegs als der 240i. Aber ja, schon, es fährt sich halt ein bisschen zackiger, die Kiste. Also der 240i, wie gesagt, nice, aber der halt nochmal ein Stück mehr. Und das ist spürbar. Und auch in jeder Lage, wie das Auto, sage ich mal, die Leistung auf die Straße bringt, macht der M das einfach immer mit mehr Würze, finde ich. Also das M-Modell ist in meinen Augen das, ja, wie sagt man denn, das emotionalere Auto. So, trotz DKG. Warum DKG? Viele Leute lieben DKG und schwören drauf. Und ihr kennt mich ja, ich bin ja eigentlich ein Fan von Schaltgetriebe. Und daran wird sich auch nichts ändern. Also ich finde Schaltgetriebe-Modelle immer, oder die bevorzuge ich immer einem Automatik oder DKG. Nun kommen wir mal aufs DKG zu sprechen. Also ich finde das DKG in dem Auto, ja, also steht dem Auto sehr gut. Es macht den ganzen Spagat zwischen Komfort und Sport Plus auch echt, ja, einen sehr großen Spagat. Und wie sie arbeitet und wie sie funktioniert, gefällt mir echt gut. Da muss ich sagen, auch als Schalter finde ich das sehr angenehm. Jetzt ist aber der Punkt, ich finde es einfach auf Dauer irgendwie ein bisschen langweilig. Also mir geht Emotion verloren, weil ich eine riesengroße Emotion einfach immer beim Schalten mit dem Auto habe. Man wird einfach mehr verbunden, man kontrolliert mehr durch das Spiel, wie man die Kupplung kommen lässt, und man ist einfach mehr Herr der Dinge, wenn man einfach das alles selber in der Hand hat. Das ist nicht so gesagt, dass das Auto langweilig ist, das Auto ist keinesfalls langweilig, aber mir geht Emotion verloren, dadurch, dass es halt ein Automatik- oder DKG-Modell ist. Die DKG unfassbar schnell, also der ballert die Gänge echt rein und das auch echt mit gut Kraft. Und wenn du 1 auf 2 machst, 2 auf 3, quietschen die Reifen ein bisschen und ja, das macht das schon echt nice. Da gegenübergestellt zum Beispiel der M240i mit der Wandler, auch echt nice. Also ich bin den gefahren mit XHP-Software und boah, wenn der dann Gang reinlegt, der ist auch drin und das geht auch echt flott. Also das sind schon, eine Wandlerautomatik mit XHP-Software ist auch echt brutal, wenn man das jetzt gegenüberstellt. Also das ist nicht wie damals, wo so ein Wandler so 3 Tage schaltet von A nach B. Deswegen kann ich auch verstehen, dass Leute sich das Ding hier als DKG kaufen und das macht auch Spaß. Das ist ja nicht so gesagt, dass es keinen Spaß macht. Bloß ich finde einfach die Trennung oder die Entkopplung von Fahrer mit dem Schalten, finde ich, ja, das fehlt mir. Dass ich das gerne, also die Entkopplung ist das, was ich nicht so gut finde. Also mir fehlt die erhöhte Verbindung, die man einfach mit dem Auto aufbauen kann, wenn man selber eine Kupplung hat. Wer Kupplung gerne fährt, der weiß, was ich meine. Und das finde ich auf jeden Fall immer eine ganze Ecke spannender als, ja, DKG oder Automatik. Und da schließt sich der Bogen ein bisschen dahin, dass ich, ja, wie sage ich denn, diese ganze Elektronik in dem Auto, die ja auch in Verbindung mit dem DKG und so ist, das ist auf der einen Seite sehr, sehr geil, auf der anderen Seite mag ich es, wenn es das nicht hat. Also was meine ich damit? Ich finde den Spagat zwischen Komfort und auf die Fresse sehr geil. Aber ich persönlich, natürlich kannst du einen Knopf drücken, dann hast du es. Aber ich persönlich finde es irgendwie spannender, ein Auto, das dauerhaft irgendwie, ja, irgendwie ein
Nervenkitzel hat, wo du weißt, ich tritt drauf und dann hast du Angst. Oder einfach, dass du gar nicht drüber nachdenken musst, muss ich jetzt hier einen Knopf drücken, ich möchte mal kurz sportlich fahren, ah okay, zwei Knöpfe, dann geht das. Dann möchte ich wieder entspannt fahren, zwei Knöpfe, dann geht das wieder zurück. Und da ist nämlich genau das Problem, dass zum Beispiel die DKG, wenn ich jetzt hier Sport Plus gehe, schaltet er zwei Gänge hoch. Also ich bin jetzt hier in D3, zum Beispiel Komfort rein und es geht wahrscheinlich D5 oder sowas, vielleicht sogar D6. Also er nimmt einen deutlich niedrigeren Gang. Jetzt D6 siehst du. Also das sind drei Gänge Unterschied, die einen Knopfdruck ausmacht. Und wenn ich jetzt diesen Knopf nur drücke, wenn ich einen Schalter habe, dann kann er mir jetzt nicht manuell zwei Gänge zurückschalten, sondern die Charakteristik des Autos wird sich einfach ein bisschen ändern. Und dann bin ich wieder mehr in Kontrolle, wie will ich das Auto jetzt bedienen. Natürlich kann ich jetzt wieder hier meine Knöpfe drücken und dann wieder manuell schalten und dann runterschalten und sowas. Aber das ist für mich immer viel zu viel Getüdel für irgendwie, was ich will. Dass da irgendwie mal was so mäßig vordiktiert wird. Also wenn ich einfach ein bisschen Emotionen will, zum Beispiel, ich möchte Sport Plus Sound haben, will aber jetzt nicht Automatik, will aber den Automatikmodus haben, dann habe ich jetzt nicht die mehr Soundkulisse, aber kann jetzt im Gang 4 fahren oder im 5 fahren, weil er jetzt automatisch Gang 3 für richtig hält, weil ich ja in Sport Plus fahre. Und das gilt genauso, wenn ich im Komfortmodus bin und DTC ausmache, dann ist dann auch, pass auf jetzt, zack, ist auch wieder ein D-Dial drin. Jetzt habe ich die mehr Emotionen, den mehr Sound und da habe ich aber jetzt dieses, ja, den Gang kann ich jetzt nicht irgendwie geringer ausstatten oder geringer wählen, wie ich es vielleicht gerne hätte. Und das sind so die Unterschiede, die mir so ein bisschen so, mag ich ja nicht so gerne. Da hätte ich einfach lieber, wenn ich ruhiger fahren will, einen Knopf, der da einfach die Auspuffklappe zumacht, dass er halt ruhiger ist. Und wenn ich mehr Sound will, dann macht er mehr Sound an und dann ist die Auspuffklappe an. Das würde ich ein bisschen entspannter finden. Also grundsätzlich bin ich von diesen ganzen Fahrknöpfen ja grundsätzlich ein bisschen abgetürnt. Da hätte ich es lieber einfach, steig's ein, weil das Ding hat 500 PS, das hat 500 PS. Dann gibt es vielleicht einen Supersportknopf, in dem mal nochmal alles eine Ecke schärfer wird, wenn du auf den Track fährst, ist alles fein. Aber dass diese Grundcharakteristik von dem Auto nicht durch einen Knopfdruck komplett weggeändert wird, wie hier, weil die Charakteristik von dem Modus Komfort ist einfach, es ist ein ganz anderes Auto. Das ist eine ganz andere Kiste hier, als wenn ich Sport Plus fahre. Also der Spagat ist riesig und irgendwie fehlt so das Dauerhafte dazwischen. Das ist einfach so, wie ich das, glaube ich, da sagen würde. Ja, das war jetzt mal mein Eindruck. Ziemlich viel Gelaber. Ihr wollt natürlich auch bestimmt was sehen und was hören. Das gibt es vielleicht in einem anderen Video. Also, ich hoffe, euch hat das Ganze interessiert. Was ist eure Meinung dazu? Wie steht ihr zu dieser ganzen Elektronik in den modernen Autos? Bezüglich Fahrerlebnisschalter und Sport und Komfort und Sport Plus mit Krone und alles aus und an und ein bisschen aus und halb aus und so. Es ist eigentlich eine geile Spielerei, aber irgendwie ganz aus mit gar nichts und einfach das Konzept dauerhaft finde ich spannender. Das war mein Schlusswort. Also, wenn euch das Ganze gefallen hat, abonniert meinen Kanal und lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten bis zum nächsten Mal im nächsten Video. Haut rein, Jungs. Peace.